So, jetzt wird dem kleinen Nils hier das Armbrot geschmiert. Dann kriegt er gleich einen Klaps auf den Moors und dann geht er in die Haier. Ja? Okay. Hallo ihr Lieben, ihr seht, ich stehe in der Küche, denn es geht gleich für uns zu meiner besten Freundin Sofa und was sie noch nicht weiß ist, ich dachte, ich backe uns nochmal Muffins. Irgendwie kam ich da gestern drauf. Ich habe mir jetzt einfach wieder mal ein x-beliebiges Rezept ausgesucht, was für mich schon irgendwie komisch aussieht, aber hey, ich versuche es trotzdem. Und zwar werden es Bananen und Schokomuffins. Ich habe noch ungefähr 50 Minuten bis zur Abfahrt. ich bin noch frisch geduscht, deshalb die nassen Haare, die muss ich gleich auch noch einmal zaubern und irgendwie dieses Gesicht reparieren. Denn, Pickel sprießen gerade überall. Keine Ahnung, was gerade wieder los ist. Deshalb seht ihr mich in letzter Zeit auch so oft ungeschminkt, im Gegensatz zu vorher. Aber auch da komme ich durch. Es muss halt nur restauriert werden. bastel ich jetzt einfach mal. Ich habe mir gerade das Rezept noch einmal ausgedruckt. Das muss ich noch einmal schnell holen aus dem Arbeitszimmer. Und dann geht's los. Mittlerweile kennt ihr mich, ja. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. Ich werde aber zuerst mal den Ofen vorheizen. Wenn ihr Lust habt, schreibe ich euch das Rezept einfach mal unten rein. Dann können wir das Ganze so ein bisschen beschleunigen. Dann wird das auch nicht so langweilig für die, die es nicht interessiert. was ich euch zumindest schon mal erzähle, ist, dass ich den Ofen, wie gesagt, vorheize. Dann muss ich Bananen zerdrücken. Ein bisschen was habe ich schon abgewogen. Ihr wisst ja, ich nehme statt normaler Kuhmilch immer Hafermilch zum Backen. Könnt ihr aber einfach durch Kuhmilch ersetzen. Und ansonsten werde ich euch einfach mal das Rezept so reinschreiben, wie ich es jetzt backe, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kriegt ihr das Originalrezept. Jetzt überlege ich gerade, im Rezept steht, ich soll ungesüßtes Kakaopulver nehmen, sprich Backkakao. Aber da ist nur so wenig Zucker dran, deshalb überlege ich gerade, ob ich nicht doch einfach den normalen Kakao dazu nehme. Also sprich das Kakaopulver, den Kaba. Ich glaube, ich will es süßer haben. Ich glaube, ich mache das Kaba-Pulver dran. Oder muss das überhaupt? Vielleicht mache ich das auch nur als Bananen. Ich schmeiße erstmal die Bananen dazu und dann gucke ich weiter. Ich finde das ganz cool. Ich glaube, ich brauche einen Tester. Okay. Ich werde dir einfach zum Probieren gezwungen. Ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Okay. Den da? Ja. Die Community weiß auch schon warum. Du noch nicht. Hast du reingegeben? Pfui. Spreche ich jetzt nicht aus. Nein. Nein, ist lecker. Eigentlich soll er nicht. Relativ süß. Eigentlich soll in den Teig noch Backkakao an. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich stattdessen süßen Kakao nehme oder ob ich es einfach als Bananendings lasse und nur diese Schokotröpfchen dazu schmeiße. Würde ich machen, glaube ich. Ja, ne? Mhm. Ohne irgendwelchen Schüsslerwängen. Ja. Und da sind auch nur 2 statt 3 Bananen dran. Soll ich noch eine ranmachen? Nein. Ist gut so, ne? Ich finde den perfekt. Aber was ist da jetzt anders? Dass eigentlich jetzt noch Schokolade rankäme. Ach so, nee, brauche ich nicht. Nee, ne? Möchtest du die Schokotröpfchen reinmachen? Soll ich? Darf ich? Alle? Alle. Dann nehmen wir jetzt Zartbitter. Ich habe auch Vollmilch zu Hause, aber eben weil es so süß ist, ist Zartbitter vielleicht cooler. Passt, glaube ich, gut. So. Und die werden einfach untergerührt, oder was? Kannst ruhig alle rein. Nein.
Einen muss ich probieren. Und? Das schmeckt nach Schokolade? Und einen musst du probieren. Schmeckt nach Schokolade? Ja. So. Okay. Dann bitte den ganz ordentlich. Dann den Mix-Dings der Bumster. Ach, mit dem Mixer machst du das nochmal nicht? Hebst du nicht unter? Kannst du auch. Ich heb mal unter. Dann heb. Und dann gehen die kaputt. Die gehen nicht kaputt, die sind stabil. Schön vom Boden gerne nochmal kratzen. Der ist fluffig. Ja, ne? Ja. Kommt durch die Banane. Looks good. Looks good? Yes, I think. Sehr gut. Ich habe auch im Hintergrund schon mal die Action-Muffin-Form eingeweiht. Da darf kein Schoki dran kleben bleiben. Die sind wichtig, kostbar und wertvoll. Den Rest bitte einmal. Danke. Und zwar habe ich hier von Sustrene Grene mir nochmal so rosa und lila eine Dingsterbumster mitgenommen. Und habe die in das Blech gepackt. Ich bin gespannt, das sind jetzt 12, ob der Teig mehr ist. Sonst habe ich ja noch das 6er Blech, was ich neulich schon mal in Action hatte. Also nicht im Action, sondern in Benutzung. Also müssen wir jetzt umfüllen. Die sehen schon voll gut aus, allerdings, wie befürchtet oder wie schon vorher gesagt, habe ich noch ganz schön viel Teig. Das heißt, ich werde das nochmal schnell in das zweite Backblech reinschmeißen und hoffe, dass das dann mit 18 hinkommt. Ist also ziemlich genau hingekommen mit jetzt 18 Stück. Ich habe das jetzt absichtlich aufs Rost gestellt. Ich muss da gleich noch sauber machen. Absichtlich aufs Rost gestellt, weil ich dachte, dann nimmt das nicht so viel Wärme ab, obwohl ich jetzt ja auf Umluft gestellt habe. Dennoch bastel ich das so. Das muss ich gleich auch noch einmal abwischen, dann gibt es keine Flecken und dann kann beides in den Ofen. Und ich habe jetzt noch 13 Minuten bis zur Abfahrt eigentlich. Sie müssen 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Aber ich weiß, für Muffins da sieht Sofa das dann doch ein, dass man da ein bisschen später kommen kann. Ihr wisst, was jetzt fehlt. Meine obligatorische Pieksprobe. Man sieht jetzt schon, da wo das drüber stand, sind sie ein bisschen heller geblieben. Aber... Yes. Sieht gut aus. Sieht nur noch Schoki aus. Also richtig gut. Ich lasse die jetzt noch 5 Minuten abkühlen und dann zirkel ich die da mal raus. Die sind insgesamt ein bisschen weicher als sonst, aber finde ich nicht schlimm. Man mag es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie lange Sofa da schon wohnt. Sie wird es mir nachher sagen. Und ich bin so eine schlechte Freundin, ich war noch nie bei ihr. Irgendwie hat es sich nie ergeben. Entweder sie ist nach Kiel gefahren die letzten Jahre. Oh Gott, wir sind schon 10 Jahre sind wir schon unerträglich. Unerträglich oder unzertrennlich? Welches Wort passt besser zu uns? Okay. Das sagt alles. Zusammen unerträglich und untereinander. Nee, miteinander unzertrennlich. Ja, und irgendwie vorher haben wir zusammen in einem Ort gewohnt und dann hat sich das irgendwie so zerfleddert, dass sie da weggezogen ist. Und deshalb habe ich das jetzt irgendwie noch nicht geschafft. Aber jetzt. Und ich bringe sogar ein Geschenk mit. Ja. Naja, okay. Eigentlich bringen die jetzt das Geschenk mit. Willst du schon verraten, was wir mitgebracht haben? Nein. Meinst du, Sofa erzählt es nachher? Ja. Okay. Müsst ihr abwarten. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir haben euch da neulich eine Story erzählt mit Dodenhof. Dass Nils mir jedes Mal, wenn wir da dran vorbeifahren, seine Lieblingsgeschichte zu Dodenhof erzählt und zu dem Service der Mitarbeiter dort. Sein einmaliges Erlebnis. Und dreimal dürft ihr raten, woran wir gerade vorbeifahren. An? Dodenhof! Möchtest du es nochmal erzählen? Nein. Schade. Wir sind da! Sofa aber nicht. Sofa aber nicht. Die ist jetzt gerade im Keller. Ich glaube, die möchte mir etwas zeigen. Jugendsünden und so. Aha. Habe ich da Schlimmes zu erfahren? Ja,
ich war nur schon immer sehr durchsetzungsstark und sehr meinungsstark. Okay. Und dafür gibt es schriftliche Beweise und die hat Sofa, was nie gut ist. Leute, es war, wenn nur, es war nur, ganz kurz, es war eben, ich muss noch in den Keller, ich muss noch das Buch holen. Und es klang sehr nach, ich muss da was zeigen. Also Leute, falls ihr eine beste Freundin habt, ich weiß gar nicht, ob ich sie noch als beste Freundin bezeichnen würde, nachdem wir sie gleich tun. Aber falls ihr, so wie ich, bislang eine hattet, sorgt dafür, dass sie alle Beweise vernichtet. Ich habe schon gesagt, wenn Sofa und ich uns irgendwann im Leben zerstreiten sollten, könnte sie mich ruinieren. Aber ich sie auch. Das ist fair. Okay. Das ist nur fair. Ich bin gespannt. Wir haben gerade eine selber gemachte Roomtour gehabt. Also wir haben uns selbst durchgeführt. Wir haben keinen Rum getrunken. Eine Wohnungstour. Ach, Roomtour. Ich habe verstanden, Roomtour. Ja, und jetzt stehen die Muffins auf dem Tisch und ich will die endlich essen. Ich auch. Aber die Gastgeberin ist ja weg, wie immer. Ja. Mal gucken, ob wir sie noch zu Gesicht bekommen heute. Schauen wir mal. Ganz tolle Nahaufnahme. Ja, könntest du bitte einfach jeden Winkel, den ich im Gesicht habe, bei ihr reinprojizieren? Digi, ich war vor 12 Stunden erst zu Hause. Ich bin noch nicht bereit fürs Leben. Übrigens, du darfst keine Wörter bilden, die es tatsächlich gibt. Mhm. Mann, ich weiß nicht, was ich hier bauen soll. Ich verstehe nicht mal das Wort. Also das ist, glaube ich, klar, dass das auf dem Tisch muss. Natürlich. Was möchtest du denn noch haben? Wenn du Käse oder sowas hast. Käse, ihr seid Veggie, ne? Richtig. Käse, ich hätte sowas noch. Auch nicht schlecht, cool. Butter, wenn du möchtest. Perfekt. Nee, wenn wir Remoulade haben, brauchen wir das. Stimmt, das ist prima. Und ansonsten sind das wir... Das ist schon perfekt. ...relativ anti... Nee, alles gut, alles perfekt. Okay. Super. Also ich habe hier noch ein paar kurze. Ich habe auch noch ein bisschen Bier im Kühlschrank. Milch. Das hier ist von Kentucky, schreit irgendeine süßere Soße. Ungeöffnet, scheint nicht gut zu sein. Wir haben lieber Tunk Tunk genommen. Tunk Tunk? Was ist Tunk Tunk? Tunk Tunk ist eine Knobbi-Soße von Pizza Max. Sehr zu empfehlen. Okay, cool. So, jetzt wird dem kleinen Nils hier das Armbrot geschmiert. Dann kriegt er gleich einen Klaps auf den Moors und dann geht er in die Haie. Ja. Okay. Sofa wollte eigentlich groß für uns kochen heute, weil die sich immer drüber lustig macht, dass ich nicht kochen kann. Kann sie auch nicht. Achso, du kannst auch hier Milka-Dip essen, wenn du willst. Brötchen. Milka-Dip. Süß nicht. Dann gibt's Brötchen. Süß gut, ne? Genau. Brötchen. Hast du Brötchen selber gekauft? Fein aufgebacken. Ich habe sie selber gekauft. Und der liebe Timo... Und mit seiner Belli haben das auch gebacken. Ich habe ja wenigstens noch Muffins gebacken, ne? Ich habe gerade gesagt, Nils hat richtig Schwein gehabt, dass Sofa die gleiche Remoulade hat wie wir zu Hause. Ja, das zeugt von Geschmack. Oder Fehlgeschmack bei zwei Personen. Nope. Das Licht geht aus. Das Licht verabschiedet sich. So, wieder da. Yes. Und wollen jetzt nach Hause fahren. Es genau. Ist schon spät geworden. Wir waren jetzt 8 Stunden hier. Ja, ist 11 Uhr, glaube ich, so ungefähr. Ja. Ja, richtig, richtig schön. Ja, richtig. Und wir haben, ihr habt das ja gesehen, ganz viel gespielt, bis die beiden nicht mehr mit mir spielen wollten. Laura gewinnt immer. Aber das kennen wir ja. Also insofern ist man da schon langsam erprobt. Und es gab Pombeeren als Abendbrot, gekocht. Gekochte Pombeeren, genau. Ich durfte mir noch ein Brötchen schmieren. Zwei. Ja, okay, zwei auch. Die hätte auch noch mehr gedurft, aber...
Du wolltest nicht mehr. Nee. Nein, aber es war richtig, richtig schön. Und ja, ich hätte noch länger bleiben können, aber irgendwann müssen wir nach Hause. Denn wir fahren jetzt noch mal eine gute Stunde bis nach Hause. Genau, und wir haben morgen Termin. Genau, und morgen um 11. Genau. Das heißt, ja, das wird dann wieder relativ frühes Aufstehen und fertig machen und los. Und da freuen wir uns aber auch schon drauf auf den Termin. Und mal gucken, ob wir euch dann irgendwann demnächst mal davon erzählen können, um was es denn geht. Und ja, bin ich sehr gespannt. Und weil es für uns auch wieder ein komplett neues Thema ist, ein neues Kapitel, was wir angehen wollen. Mhm. Aber da verraten wir noch gar nicht so viel, weil wir noch nicht wissen, was da morgen bei rauskommt. Richtig. Ist das dieser typische YouTuber-Satz? Wir wissen was, aber wir erzählen es nicht? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das wird schon. Jetzt fahren wir jedenfalls nach Hause. Genau. Und hoffen, dass die Straßen frei sind, aber ja, aber das Navi ist schon an, ist schon kürzer als die Hinwegstrecke. Ja. Sollte jetzt gut klappen. Und genau, wir hoffen, euch haben die Eindrücke von heute gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt uns super gerne einen Kommentar. Wir lieben es, mit euch zu kommunizieren und euch zu antworten, weil das so die, ja, die, das Feedback ist, was wir als einziges bekommen von euch und auch den Austausch. Und das ist total schön und für uns auch total toll. Also seid da gerne, gerne, gerne dabei. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch auch sehr, sehr gerne. Und idealerweise aktiviert ihr dazu noch die Glocke ganz unten. Denn dann kriegt ihr immer eine kleine Benachrichtigung, wenn das neue Video online ist. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 10 Uhr. Perfekt, genau. Oh ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon ganz bald in unserem nächsten Video wieder. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.